dauert es auch 10 Minuten. Und ich kenne es auch von mir selber, ich warte auch. Sex gegen Geld. Welche Bilder haben Sie da im Kopf? Das Rotlichtviertel in Amsterdam, Julia Roberts in Pretty Woman oder die abgeriegelte Straße im Schanzenviertel von St. Pauli? Männer only. Um kaum eine Tätigkeit ranken sich so viele Mythen wie um den Sexkauf. Das Bild der glücklichen und selbstbestimmten Hure steht in Deutschland der gesellschaftlichen Stigmatisierung derjenigen Frauen gegenüber, die aufgrund von Traumata, fatalen Lebensbedingungen und fehlenden Ressourcen zum Verkauf ihres Körpers gezwungen werden. Auch kaum ein Thema ist unter Feministinnen so umstritten. Die einen fordern die Akzeptanz für den Beruf, andere lehnen ihn grundsätzlich als Verletzung der Menschenrechte ab. Diese Fronten scheinen sich auch schon in der Wortwahl. Die einen sprechen von Sexarbeit und Sexarbeiterinnen, die anderen von Prostitution. Und auch heute, meine beiden Expertinnen sprechen dezidiert von Prostitution und prostituierten Frauen. Darüber werden wir heute definitiv noch diskutieren. Ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Das System Prostitution und warum ihre Existenz uns alle angeht. Hi. Mein Name ist Jana Prinzlow und ich moderiere die heutige Veranstaltung. Ich heiße Sie über dem Livestream ganz herzlich willkommen. Und unsere Diskussion, jetzt nur ein bisschen für die Rahmung, findet in der Veranstaltungsreihe Wir in Wiesbaden statt und auch in der Veranstaltungsreihe zur Kritik der Prostitution, Mythen und Männerfantasien. Und ermöglicht wurde sie durch die Kooperation des Vereins Spiegelbild Politische Bildung in Wiesbaden und dem Kommunalen Frauenreferat in Wiesbaden. Sie wird auch unterstützt vom Mädchentreff Wiesbaden e.V., die Gesellschaft für Kinder- und Frauenrechte gegen Gewalt und den AKS Wiesbaden-Rhein-Main. Und ich muss sagen, vielen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben, dass Sie den Livestream möglich gemacht haben und dass wir uns hier körperlich treffen können. Das ist einfach nochmal was anderes, wenn man zusammen über solche Themen diskutieren kann. Also vielen Dank. Und zum Ablauf von heute, wir werden jetzt in den nächsten 70 bis 80 Minuten dem Mythos Prostitution, der Gesetzeslage in Deutschland, aber auch den Alternativen, zum Beispiel das schwedische Modell, kennenlernen. Das möchte ich zusammen mit meinen Diskussionspartnerinnen machen. Und dann wird es noch Zeit für Fragen von Ihnen geben, die Sie uns bitte in den Chat schreiben. Und meine Helferinnen, die hier vor mir sind, die Sie nicht sehen können, werden mir diese Fragen dann zustecken. Ich darf also erstmal ganz herzlich vorstellen. Sie nennt ihr Buch Ausverkauf, Prostitution im Spiegel von Wissenschaft und Politik, ein Standardwerk für das Thema Prostitution. Manuela Schon. Sie ist Soziologin mit Schwerpunkt Geschlechterforschung und geschlechterspezifischer Gewalt gegen Frauen. Seit 2013 kämpft sie schon für die Übernahme des schwedischen Ansatzes in Deutschland und sie gründete dafür auch schon einige Netzwerke mit. Einmal die Abolition 2014 für eine Welt ohne Prostitution und die Linke für eine Welt ohne Prostitution. Und als Referentin spricht sie sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Veranstaltungen und Konferenzen über das Thema. Und neben mir sitzt Huschke Mau. Sie ist Geisteswissenschaftlerin und Katzenmama, soll ich auch noch mit erwähnen. Herzensthemen sind ja auch wichtig. Sie arbeitet derzeit an ihrer Doktorarbeit und als Bloggerin, als Autorin, als Aktivistin engagiert sie sich für das nordische Modell und für eine Gesellschaft ohne Prostitution. Sie ist dafür auch die Gründerin des Netzwerks Ella, einer politischen Interessensorganisation für ehemalige und auch für aktive prostituierte Frauen. Nach 10 Jahren schaffte sie selbst den Ausstieg aus der Prostitution und das ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her. 2014 schrieb sie das Pamphlet, ich habe die Schnauze voll von euch. Frau Mau, wovon hatten Sie denn damals die Schnauze voll und wovon haben Sie heute die Schnauze voll? Erstmal vielen Dank für die sehr herzliche Einführung und danke auch an alle, die das heute möglich gemacht haben, dass wir heute hier sprechen können. Ich habe 2014 meinen ersten Text geschrieben. Da war ich noch nicht so lange aus der Prostitution raus. Und für mich war das ganz schrecklich,
zu sehen, wie die Gesellschaft mit Prostitution umgeht. Also ich hatte genau gesehen und ich hatte es selber erlebt, was Prostitution ist. Ich war stark traumatisiert dadurch auch und dann habe ich aber gesehen, dass die Gesellschaft das so gar nicht wahrhaben möchte, was in der Prostitution passiert. Also in meiner Stadt ist es zum Beispiel so, dass überall riesengroße Plakate hängen von Bordellen und Laufhäusern und dass jedes zweite Taxi mit Puff-Werbung fährt. Und als ich diesen ersten Text geschrieben habe, 2014, da war das auch noch so, dass super viele Artikel in der Presse den Tenor hatten, das ist Sexarbeit und wir stellen jetzt eine Sexarbeiterin vor und die sagt jetzt, dass sie total cool damit klarkommt und es ist fast schon systemrelevanter Beruf, also fast schon so wie Krankenschwester und sie macht Leute glücklich und alles ist schick. Und das hat mich furchtbar angetriggert. Ich habe mich richtig gehend verarscht gefühlt von dieser Gesellschaft, die das so zugelassen hat. Also ich bin ja kein Einzelfall gewesen in der Prostitution. Ich habe ja auch gesehen, dass meine Kolleginnen im Bordell ähnliche Schicksale hatten wie ich. Mhm. Und da ist keine früh aufgewacht und hat gedacht, ach, Prostitution wäre jetzt mal irgendwie cool, das ist bestimmt aufregend, ich gehe jetzt mal ins Bordell. Sondern das waren alles Frauen, die schon vortraumatisiert waren, die schon sexuelle Gewalt erlebt hatten. Das waren echt schlimme Schicksale teilweise. Und Frauen, die in harten ökonomischen Notlagen waren. Also ich möchte sagen, durch das Netz der Gesellschaft hindurchgefallen. Und mich hat das einfach so wütend gemacht, zu sehen, dass wir eben nicht nur im Bordell landen, also dass es möglich ist, in so einer Gesellschaft als junges Mädchen im Bordell zu landen, sondern dass die Gesellschaft einem dann sozusagen auch noch Klebeband über den Mund packt, wenn man darüber sprechen will, was passiert. Also in meiner Anfangszeit war das sogar so, dass auch Journalistinnen und Journalisten mich darüber belehrt haben, was ich in der Prostitution erlebt habe. Also wenn ich zum Beispiel gesagt habe, nein, das war ganz schlimm, ich habe mich gedemütigt gefühlt, es hat mich traumatisiert, das war Sex ohne Konsens, dann hat es auch Journalisten gegeben, die gesagt haben, ja, aber du warst doch gar nicht auf dem Strich, sondern du warst doch im Wohnungsbordell und da ist es doch gar nicht so schlimm. Also sie haben mich darüber belehrt, was ich erlebt habe. Und diesen ersten Text habe ich geschrieben, weil mich dieser Tenor in den Dokumentarfilmen und in der Presse so heftig angekotzt hat, immer dieses, also der heißt ja auch, ich habe die Schnauze voll von euch Prostitutionsbefürworterinnen. Und ich hatte aber eben nie damit gerechnet, dass der Text so knallt. Also der war schon nach 3 Tagen in mehrere Sprachen übersetzt und flog da so im Internet rum. Und damit hatte ich dann aber nie gerechnet, dass mir wirklich da draußen irgendjemand zuhört. Sie sind ja auch Teil einer Bewegung. Sie nennen sich Ablutionistinnen. Frau Schoen, können Sie uns das erklären? Was ist das für eine Selbstbezeichnung? Wofür stehen Sie ein? Also der Begriff Abolition ist verknüpft auch mit dem Kampf gegen die Sklaverei im 20. Jahrhundert. Also insbesondere die transatlantische Sklaverei in die Teile Nordamerikas zum Beispiel. Und der Kampf für Bürgerinnenrechte für Schwarze in den USA beispielsweise. Und zu den größten Unterstützerinnen dieses Kampfes zählten auch von vornherein Feministinnen. Es ist nicht nur eine Anlehnung an diesen Begriff, sondern wenn wir uns zum Beispiel das Prostitutionssystem in den USA heute anschauen, ist die sexuelle Versklavung der Frau, also der Women of Color in den USA, immer noch ein Relikt, was daraus zurückgeblieben ist. Und weil wir, wie wir Prostitution einordnen, in die Machtverhältnisse der patriarchalen Gesellschaft, sprechen wir auch von der sexuellen Versklavung der Frau. Also eines der Standardwerke der sogenannten zweiten Frauenbewegung von Catherine Barry heißt auch sexuelle Versklavung der Frau. Und da wird es auch nochmal deutlich gemacht, wie hier Machtverhältnisse zusammenwirken, wie auf der einen Seite die Machtreproduktion zugunsten der Männer und die sogenannte weibliche Kolonisation, also weibliche Identifikation mit den Unterdrückern der Frau zusammenwirken. Denn diese Unterdrückung kann auch nur funktionieren, wenn alle Akteurinnen und Akteure da mitwirken. Und wir beziehen uns auch auf die sogenannte erste Frauenbewegung im 20. Jahrhundert, die auch in
Deutschland sehr viele Zweigvereine, auch hier in Wiesbaden einen Zweigverein hatte, wo auch schon eine von Feministinnen über ein Thema, über das man damals nicht sprach und schon gar nicht vor gemischtgeschlechtlichen Publikum sprach, sehr heiß diskutiert wurde. Sehr mutige Frauen, die das auf die Agenda gesetzt haben, wo man hier lesen kann, dass in Wiesbaden die größten Veranstaltungssäle aus allen Nähten platzten, hunderte von Interessierten wieder gehen mussten und wo schon 1904 bei der Versammlung des Bund der Deutschen Frauenvereine im Kurhaus ein Beschluss gegen die Prostitution gefasst wurde. Und was damals schon sehr spannend war, dass damals schon die Nachfrage nach der Prostitution, also der Freier, im Blick war. Also dass sich in der gesamten Argumentation und Analyse sehr, sehr wenig bis heute verändert hat. Das heißt, Sie konzentrieren sich vor allem auch auf die Machthierarchien, die auch historisch immer wieder reproduziert werden. Und Huschke-Mau, Sie sprechen ja auch davon, dass eigentlich nur 90% auf dem Markt, auch prostituierte Frauen, machen das nicht selbstbestimmt. Sie sprechen sogar davon, nur 10% sind freiwillig in der Prostitution. Das sei also ein Mythos. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Wie kommt es zu dieser Zahl? Wie sind Sie zu diesen 90% dann geworden? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das passiert? Also die Zahlen stammen ja nicht von mir. Das kommt einmal aus einer Studie von Melissa Farley, die prostituierte Frauen gefragt hat, was sie am allerdringendsten bräuchten. Und da haben 9 von 10 Frauen gesagt, einen Ausstieg. Und die Polizei in Augsburg nennt dieselben Zahlen, also die Frauen, die sie angetroffen haben, da sagen sie eben auch, 9 von 10 Frauen, da haben wir nicht den Eindruck, dass die selbstbestimmt da sind. Also ich bin der Meinung, man darf jetzt die selbstbestimmten Freiwilligen nicht gegen die Zwangsprostituierten ausspielen. Hm. Das Problem liegt ja viel, viel tiefer. Wir können natürlich darüber sprechen, wie viele Frauen in der Prostitution freiwillig sind, aber wir können auch über Freier sprechen. Also Freiwilligkeit ist halt so eine Sache, ja? Was ich in den Medien ganz häufig sehe, ist, dass dann irgendwo eine Frau aufs Podium gesetzt wird, die sagt, sie macht das freiwillig, und dann hat sozusagen die Gesellschaft wieder ein Feigenblatt und eine Ausrede zu sagen, ja, aber diese eine Frau hat gesagt, sie macht das freiwillig und dann müssen wir am Rest jetzt nichts ändern. Aber Freiwilligkeit ist so ein Kaugummi-Begriff auch, ne? Den kann man ins Endlose dehnen. Was ist denn freiwillig? Also ich finde zum Beispiel, das System Hartz IV ist menschenverachtend. Und trotzdem kenne ich Menschen, die haben ihren Hartz-IV-Antrag freiwillig ausgefüllt. Niemand hat die mit der Waffe dazu gezwungen. Macht es das System Hartz-IV jetzt in Ordnung? Oder ich habe zum Beispiel eine Nachbarin, die wird ab und zu von ihrem Freund geschlagen. Und trotzdem bleibt sie bei ihm. Von der Sicht von außen bleibt sie da freiwillig. Ne? Macht es das jetzt okay? Macht das jetzt die Gewalt weg? Also was ich sagen will, diese Frage nach der Freiwilligkeit, die geht einfach überhaupt nicht weit genug, sondern wir brauchen eine strukturelle Analyse. Wir müssen gucken, welche Frauen landen in der Prostitution und warum. Und da sehen wir ganz klar, es sind zwischen 40% und 60% der Frauen, die in die Prostitution kommen, schon sexuell massiv vortraumatisiert. Da spielen heftige Kindheitstraumata auch eine Rolle, soziale Notlagen. Und natürlich lebt der Prostitutionsmarkt auch davon, dass vielfältige Diskriminierungen stattfinden. Also rassistische Diskriminierungen, klassistische Diskriminierungen. Es sind eben häufig nicht reiche Töchter aus bürgerlichem Hause, die das machen, sondern warum haben wir denn zum Beispiel so viele Frauen, so viele Romnia-Frauen aus Bulgarien hier bei uns in Deutschland? Das ist ja auch eine kolonialistische und rassistische und klassistische Ausbeutung, die wir da betreiben. Also so müssen wir das betrachten, und die Freiwilligkeit, da können wir endlos drüber diskutieren. Aber mir ist immer wichtiger, dass wir auf die Freier gucken. Hm. Weil es ist ja das Verhalten der Freier, was nie in Ordnung ist. Ja? Was macht denn ein Freier? Er schläft mit einer Frau, von der er entweder genau weiß, dass sie den Sex eigentlich gar nie will, oder von der er das zumindest vermuten muss. Und es gibt ja keinen
kein Merkmal, an dem man Zwangsprostitution hundertprozentig erkennt. Jeder Freier muss damit rechnen, eine Zwangsprostituierte vor sich zu haben. So, und er entscheidet sich aber dafür trotzdem, mit dieser Frau aufs Zimmer und ins Bett zu gehen. Das bedeutet, er nimmt in Kauf, eine Vergewaltigung zu begehen. Freier sind ganz nah dran an der Vergewaltigerdenke. Wer schläft mit Frauen und es ist ihm egal, ob die das wirklich will. Das machen nur sexuelle Gewalttäter. Ich will gleich nochmal dezidiert auf die Freier zurück, aber Sie haben jetzt auch, du hast jetzt schon sehr viele Zahlen genannt und auch, ich denke, es ist auch nochmal gut nachzuvollziehen, wer sind denn eigentlich die Frauen, die in der Prostitution sind. Ich habe auch nochmal nach Zahlen geguckt, also Ende 2020 waren 24.900 prostituierte Frauen in Deutschland offiziell angemeldet. 2019 waren es noch 40.400. Ein Großteil ist zwischen 21 und 44 Jahre alt und die drei häufigsten Staatsangehörigkeiten sind die rumänische, die bulgarische und die ungarische. Frau Schon, wer sind die Frauen in der Prostitution? Also wie es gerade schon mal dargestellt wurde, also wir wissen, dass ca. 90% aus den ärmsten Ländern Europas kommen. Also wir haben hier ein ganz starkes Wohlstandsgefälle von den ärmsten Ländern und dort auch die ethnisch marginalisiertesten Frauen, die in andere Teile der Welt gehandelt werden, um da ausgebeutet zu werden. Hier in Wiesbaden sind es zum Beispiel insbesondere ungarische Frauen. Daran sieht man auch die Organisiertheit, also einer nicht alphabetisierten Frau in irgendeinem Roma-Ghetto würde es gar nicht gelingen, hier in eine Terminwohnung oder in ein Laufhaus zu kommen. Das geht nur, indem dort organisierte Strukturen dahinter sind. Und das ist ja auch so perfide, dieses System, wie es funktioniert, dass nach objektiven Kriterien eigentlich Menschenhandel vorliegt, weil eine Ausbeutung stattfindet. Aber die meisten Frauen, die davon betroffen sind, das erstmal so nicht wahrnehmen. Also nehmen wir mal an, man hat eine Tagesmiete in einer Terminwohnung oder in einem Laufhaus von 140 Euro am Tag. Dann zahlen die Frauen noch 25 Euro an den Staat, an Steuern. Dann hat sie schon 165 Euro nur an Unkosten, bis sie überhaupt einen Cent verdient hat. Dann kommen noch die ganzen Kosten, die dazukommen, jetzt zum Beispiel nach dem neuen Gesetz, auch dass sie nicht dort übernachten darf, wo sie der Prostitution nachgeht. Dann können diejenigen, die das organisieren, die die Prostitution organisieren, dann auch nochmal Geld für die Übernachtungsmöglichkeit abkassieren. Dann muss sie noch was essen, sie braucht Hygieneartikel und so weiter und so fort. Also es kommen sehr, sehr viele Kosten. Und wenn dann am Ende des Monats, dann muss man noch dazu sagen, dass in Deutschland die Zuhälterei entkriminalisiert ist. Also nur ausbeuterische Zuhälterei ist verboten. Das heißt, bis zu 50% des Prostituiertenlohns darf straffrei einbehalten werden. Das kann man dann auch noch auf diese Rechnung obendrauf setzen. Und nehmen wir jetzt mal an, die Frau hat im Monat 4.500 Euro verdient, dann ist das viel Geld. Aber alles wurde ihr wieder abgeknöpft und sie hat dann noch 400 Euro übrig. Sie kommt aus einem Land, wo sie keine Bildung hat, wo sie keine Möglichkeit der Erwerbstätigkeit hat, ist vielleicht alleinerziehend und hat ein Kind zu Hause zu versorgen und kann dann noch 400 Euro zurückschicken. Dann ist das in diesem Land ein Durchschnittsgehalt eines Lehrers. Also fühlt sich diese Frau dann ausgebeutet, wo sie es objektiv ist? Oder hat sie nicht vielleicht den Eindruck eines Pseudo-Empowerments und sagt, aber wenigstens kann ich Geld verdienen und wenigstens kann ich meine Familie versorgen damit? Das ist die eine Ebene. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass es die subjektive Aussage der Betroffenen braucht, um Menschenhandel dann auch vor Gericht zu bringen, wo ich, wenn ich mein ganzes Leben wie Dreck behandelt wurde, weil ich eine Roma-Frau, also eine Romnia bin, wenn ich dann auch noch keine Teilhabechancen habe, dann empfinde ich das vielleicht in dem Moment tatsächlich als Empowerment. Aber es bedeutet nicht weniger, dass es eine Ausbeutung ist. Also das ist der eine Punkt. Was aber Huschka auch gesagt hat, diese sexuelle Vortraumatisierung finden wir tatsächlich auch bei den gehandelten Frauen aus diesen Ländern. Also nicht jede arme Frau ist gleichermaßen vulnerabel für Prostitution und in die Fänge dieser Netzwerke zu kommen, sondern auch dort haben wir die sehr, sehr hohen Raten an sexueller Gewalt in der Kindheit, an emotionaler, an körperlicher Gewalt. Und man spricht davon, dass die meisten Frauen in der Prostitution aus dysfunktionalen Familienverhältnissen kommen. Und tatsächlich sind die meisten auch minderjährig, wenn sie in die Prostitution einsteigen. Und also in diesem Kontext bewegen wir uns eigentlich. Es gibt in Deutschland eine sehr gute Studie vom Bundesfamilienministerium zu Gewaltprävalenz
gegen Frauen und Mädchen. Und da gibt es eine Teilpopulation Prostituierte, die untersucht wurde. Und da finden wir auch all diese Zahlen wieder. Also massive Gewalterfahrung vor der Prostitution und massive Gewaltprävalenz in der Prostitution, die wir auch nachweisen können. Kann ich dazu ganz kurz was sagen? Ja, ich wollte es gerade rübergeben. Also. Genau. Weil ich fand es gerade so spannend, dass du das gesagt hast, dass die betroffenen Frauen sich in dem Moment nicht ausgebeutet fühlen. Das hat mich so an mich erinnert und ich habe kurz nachgedacht, was es damals war, warum ich mich in der ersten Zeit überhaupt nie ausgebeutet gefühlt habe. Also die ersten anderthalb Jahre so habe ich mich nie ausgebeutet gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt und habe schon bemerkt, dass das Gewalt ist, aber irgendwie hätte ich, wenn mich jemand gefragt hätte, bist du freiwillig hier, trotzdem gesagt, ja. Und ich glaube, dass es drei Punkte sind, die es für Betroffene auch so schwer machen. Also das soll jetzt nie paternalistisch sein. Ich kann ja nur von mir sprechen. Für mich war es so, dass ich ja schon durch den Missbrauch, der vorher stattgefunden hatte, total drauf trainiert war, die Schuld immer auf mich zu nehmen. Also zu sagen, wenn mir was Schlechtes passiert, wenn mir sexuelle Gewalt passiert, ich habe gelernt, also ich bin selber dran schuld. So. Und ich wäre gar nie auf die Idee gekommen, die Verantwortungsfrage irgendwo im Außen zu sehen, sondern ich habe gedacht, naja, klar, aber also du sitzt ja jetzt hier im Bordell, du gehst ja mit dem aufs Zimmer, das ist halt dein Bier, ne? Dass du das jetzt mit dir machen lässt. Das Zweite ist, dass man als Betroffene, die gerade noch in der Prostitution ist, manchmal auch diese Dimension gar nie überblickt, denn in Deutschland ist Prostitution so heftig bürokratisch geregelt, dass das einem als Betroffener den Eindruck vermittelt, es würde hier eine total normale Sache geschehen. Ja, also man hat ja mit vielen Ämtern auch zu tun und es gibt Paragraphen, die eingehalten werden müssen und man hat mit dem Ordnungsamt zu tun und so weiter. Und man bekommt sozusagen durch diese krasse Bürokratisierung als Betroffene von der Gesellschaft rückgemeldet, das ist nie illegal und es passiert hier nichts Schlimmes. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du das nie aushältst oder dass das irgendwelche schlimme Sachen mit dir macht, dann liegt das an dir. Weil von uns ist alles in Ordnung. Ne? Also hier das Anmeldeformular ist da, die Polizei hat eine Razzia gemacht, Finanzamt kommt regelmäßig auf den Straßenstrich sogar und guckt sich das an. Und so bekommt man als Betroffene dann von der Gesellschaft eben gespiegelt, hier würde nichts Schlimmes stattfinden und denkt dann eben, ja, dann muss es an mir liegen. Und das Dritte ist, wenn man in der Prostitution ist, hat man das eben so stark verinnerlicht, dass man selber schuld ist, dass man nicht mal Zuhälter als Zuhälter erkennt. Also mein erster Zuhälter war ja ein Polizist. Und er hat mich in die Prostitution gebracht, da war ich unter 21. Und ich habe erst vor 7 Jahren zufällig in einem Gespräch mit einem anderen Polizisten mitbekommen, weil er mir das knallhart auf den Kopf zugesagt hat, dass das Menschenhandel war. Und ich war total baff. Ich habe das nie so empfunden, weil ich diesen persönlichen Schuldanteil in mir immer noch so groß habe. So. Der Polizist hat zu mir gesagt, nein, du warst unter 21, das ist pro forma Menschenhandel, was der mit dir gemacht hat, der hat dich in die Prostitution verbracht. Und daran habe ich irgendwie heute noch zu knabbern, weil ich das damals, wenn man mich damals in der Situation gefragt hätte, gar nie so wahrgenommen hätte. Also hätte mich damals irgendein Amt oder ein Polizist, ein anderer Polizist sozusagen gefragt, ist alles in Ordnung bei dir, machst du das freiwillig? Dann hätte der neben mir stehen können und ich hätte gesagt, ja, geh mir nie gut damit, aber ich bin freiwillig da. Vielleicht können wir ja auch noch mal besser verstehen, wie die Gesetzeslage eigentlich in Deutschland ist. Also Sie sprechen ja auch davon, dass das eigentlich die Frauen auch eher ausbeuten würde, als dass es helfen würde, die Frauen vielleicht auch zu schützen und aus dem Zwang herauszuhelfen. Können Sie uns noch mal auch erklären, wie ist denn die Gesetzeslage in Deutschland und was macht das, dass es liberal ist? Aus Ihrer Sicht? Also oft wird ja gesagt, die Prostitution sei 2002 in Deutschland legalisiert worden. Das stimmt natürlich nicht. Die Prostitution ist mindestens seit dem 14. Jahrhundert in Deutschland mit einer ganz, ganz kurzen Phase, wo es nicht so war,
legal und auch die heute bekannten Rotlichtviertel sind sehr viel älter als 2002. Was 2002 viel mehr passiert ist, dass der Markt liberalisiert wurde, dass die Sittenwidrigkeit, nämlich der Beschäftigung in der Prostitution, weggefallen ist. Im Übrigen etwas, was kaum genutzt wurde, weil das macht auch nach den Schilderungen, die ich eben gebracht habe, mit den hohen Tagesmieten, die man kassieren kann, sehr viel mehr Sinn für die Profiteure, lieber ein Zimmer zu vermieten, statt jemanden sozialversicherungspflichtig anzustellen, Lohnfortzahlungen zu gewähren, wenn die Person krank ist, einen Urlaub zu bezahlen, also Urlaubsgeld und so weiter, also alles, was damit zusammenhängt. Das macht für diejenigen, die Prostitution organisieren, überhaupt keinen Sinn, eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. Also haben wir auch seit 2002 eigentlich immer noch diese Scheinselbstständigkeiten im großen Rahmen. Was aber auch passiert ist, dass die Förderung der Prostitution weggefallen ist, weil ja eben die Sittenwidrigkeit auch gefallen ist. Das heißt, vorher durften nur die Zimmer vermietet werden, jetzt darf auch in das Prostitutionsgeschäft an sich eingegriffen werden. Das hat dann zu einer völligen Entfesselung des Marktes geführt mit den ganzen Angeboten wie Pauschalangebote für 100 Euro so viel wie man möchte. Oder Gangbang-Angebote, was auch immer. Auch von heute auf morgen konnte man beobachten, wie die Angebote ohne Kondom sehr stark angestiegen sind. Und was man dann jetzt nochmal 2017 dann versucht hat, nachdem Deutschland auch einen sehr, sehr schlechten Ruf also eigentlich ganz international bekommen hat als Bordell Europas, hat man dann versucht, genau diese Auswirkungen zu bekämpfen. Und hat halt bestimmte menschenunwürdige Praktiken unter Verbot gestellt. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wer definiert, was menschenunwürdig ist und was nicht. Also ich würde sagen, allein industrialisierte Orte vorzuhalten, wo Männer Frauen gegen Geld sexuell ausbeuten können, ist schon menschenunwürdig. Aber offensichtlich wird das nicht so gesehen oder auch die Ausbeutung der Ärmsten, der Armen, die auch noch rassistisch diskriminiert werden in der Prostitution, ist offensichtlich für den Gesetzgeber auch nicht menschenunwürdig. Und man hat halt Prostitutionsstätten müssen jetzt auch genehmigt werden. Das hat zum Beispiel hier in Wiesbaden auch dazu geführt, dass nur noch circa ein Zehntel der damaligen Prostitutionsstätten überhaupt betrieben werden können. Das heißt aber nicht, dass in den übrig gebliebenen, oder beziehungsweise es macht es so fatal, wenn der Staat suggeriert, die Prostitutionsstätten, die jetzt genehmigt sind, die auch noch einen offiziellen staatlichen Stempel drauf haben, da muss sich der Freier dann überhaupt keine Gedanken mehr machen, weil da hat der Staat ja alles überprüft und da ist ja dann alles in Ordnung. Also das hat sicherlich einen Hintergrund gehabt, dass man gemerkt hat, man muss hier was tun, man muss was verbessern, aber was wir halt sagen ist, man kann Prostitution man kann ihr kein Biosiegel sozusagen aufdrücken und kann, es gibt keine guten Arbeitsbedingungen in Anführungszeichen, es gibt keine Bedingungen, unter denen der Kauf von sexuellen Handlungen, die eigentlich nicht erwünscht sind, in irgendeiner Weise legitim wären. Also legal sind sie es offensichtlich. Aber moralisch, ethisch, legitim, finden wir, sind sie es nicht. Ich finde es auch sehr auffällig, Sie sprechen ja von einem Markt, von Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage liegt ja bei den Freiern. Und wir sprechen ja auch immer wieder, haben Sie jetzt von den Freiern gesprochen. Wie muss ich mir diese Personen einmal auch vorstellen? Aber oft haben Sie ja sicherlich auch das Argument, gibt es nicht auch nette Freier, gibt es nicht auch Menschen, die Prostitution nutzen, weil ihnen sowas wie Intimität und Nähe im Alltag fehlen. Was entgegnen Sie denen, Frau Mau? Oder wie sehen Sie die Freier, die Positionen von denen? Also, wenn wir so öffentlich über Freier sprechen, fällt mir auf, dass viele Leute scheinbar davon ausgehen, dass es irgendwelche Leute sind, denen man das ansieht. Also fast schon sozusagen Monster. Und auch Außerirdische, die mit der Gesellschaft nichts zu tun haben. Also es wird über Freier gesprochen, als würden sie nie zu unserer Gesellschaft gehören. Aber das tun sie. Freier sind ja unsere Väter, Brüder, Kollegen und Chefs. Und oftmals wissen wir das auch gar nie, dass sie das sind. Und sie haben jedes Alter, jeden Bildungsstand, kommen aus allen Berufen. Und ihnen eigen ist, dass sie ja keinen
keinen Wert auf sexuellen Konsens legen. Also das sind eben Männer, denen das egal ist, ob die Frau diesen Sex auch wirklich möchte. Weil sie das in Anspruch nehmen. Genau, ja. Also das braucht man ja schon, um, also ich kann es mir zum Beispiel nicht vorstellen, einen Mann dafür zu bezahlen, mit mir Sex zu haben. Ich würde mich die ganze Zeit fragen, ekel ich den jetzt nie an oder der macht das jetzt für Geld, aber ich weiß eigentlich gar nichts darüber, ob er das jetzt möchte. So, für mich wäre das eine riesen Hemmschwelle und Freier haben diese Hemmschwelle nicht. Denen ist das egal, nie nur, ob die Frau, mit der sie da schlafen, Lust dran hat, sondern auch, ob sie das überhaupt möchte. Und das ist natürlich ein Punkt, den sie auch auf Frauen, die nicht in der Prostitution sind, übertragen. Und es gibt auch Studien, die zeigen, ja, Leute, also Männer, die freier sind, sind auch außerhalb der Prostitution, fallen sie öfter durch sexuelle Straftaten auf, weil sie keinen Wert auf sexuellen Konsens legen. Und das zweite Merkmal, das Freier haben, ist diese latente Frauenverachtung natürlich auch. Also eine Frau so zum Gegenstand und zur Ware zu machen und sie sozusagen Sex abliefern zu lassen. Auch das übertragen sie auf ihre Partnerinnen. Also haben auch mir gegenüber Freier ganz oft gesagt, so ja, meine Ehefrau will nicht mehr mit mir schlafen, dann muss ich mir das woanders holen. Und es klang immer so, als hätten Frauen das zu liefern. So. Und da komme ich zum dritten Punkt. Also Freier sind auch Männer, die denken, es gäbe ein Recht auf Sex für Männer. Egal unter welchen Umständen. Und wenn sie das so nie kriegen, müssen sie das sich anders holen. Wenn sie es in der Partnerschaft nie kriegen, müssen sie sich in der Prostitution holen. Und wenn sie es freiwillig nicht kriegen, müssen sie dafür bezahlen oder eben Gewalt anwenden. Also diese drei Merkmale sind mir aufgefallen bei Freiern. Das haben alle, ist bei allen Freiern gleich. Und ich finde es erschreckend auch, wie viele Männer Freier sind. Also es gibt ja verschiedene Statistiken. Das reicht von jeder vierte war schon mal im Puff bis zu jeder zehnte geht regelmäßig. Aber es sind jedenfalls viele. Es ist nicht, wie es dargestellt wird, so eine kleine Minderheit. Das finde ich erschreckend. Das hat natürlich Auswirkungen. Das sagt ja auch der Titel dieser Veranstaltung heute. Mhm. Ja, es geht uns alle an. Natürlich bleibt diese Frauenverachtung und diese merkwürdige Sicht auf sexuellen Konsens verbleibt ja nicht im Bordell. Der Freier geht ja nicht aus dem Bordell raus und sagt so, aber mit den Frauen um mich rum, die ich jetzt so treffe, gehe ich aber anständig um. Und deswegen geht es auch alle an die ganze Gesellschaft. Und die Frage mit dem netten Freier kommt super oft. Und es stimmt ja, dass es Freier gibt, die zum Beispiel auch Blumen mitbringen, die Pralinen mitbringen. Aber ich sage dann immer, es gibt ja auch nette Bankräuber, die zum Beispiel sagen, bitte geben Sie mir jetzt das Geld. Ja, ich möchte Sie nicht erschießen. Es kommt ja nie drauf an, wie jemand ist, sondern was jemand tut. Und am Ende des Tages waren auch die Freier, die mir Pralinen geschenkt haben, dann mit mir auf Zimmer und haben sozusagen mich sexuell missbraucht. Und es war ihnen egal, ob ich das wollte oder nicht. Es gibt diesen einen Typ von Freier, der auch sagt, dass er Intimität und Zärtlichkeit sucht, aber das Problem ist ja, dass es nicht freiwillig gegeben wird. Es wird ja nicht aus Zuneigung gegeben, sondern, also das sind diese Freier, die diesen Girlfriend-Sex wollen, ne? Die küssen wollen, schmusen, Händchen halten und so weiter und ganz echten, authentischen, liebevollen Sex, wo man sich begegnet. Und das Problem ist natürlich, dass das ja von der Seite der prostituierten Frau nicht echt sein kann, sondern eine Imitation ist. Und ich habe das immer als Mehrarbeit empfunden. Also sozusagen, ich muss jetzt nicht nur mit dem schlafen, sondern ich muss jetzt auch noch imitieren, dass ich irgendeine Beziehung zu ihm hätte und er ja ganz toll ist und mein liebster Freier. Und dann muss ich mit dem Händchen halten und dann versucht er mich noch privat auszufragen, weil er mich kennenlernen will. Und das Ganze ist natürlich insofern perfide, als dass es emotionale Ausbeutung ist und als dass es Frauen in der Prostitution eben auch noch dort beschädigt. Weil diese ganzen Gesten, die man bei Girlfriend-Sex sozusagen verkauft, dieses Händchen halten, küssen, schmusen, jemanden liebevoll angucken, das muss in der Zeit nach der Prostitution erst wieder ganz neu gelernt werden, weil es ja sozusagen schon besetzt
ist und missbraucht worden ist. Und das, deswegen sage ich auch immer wieder, also Freier, die Girlfriend-Sex wollen und die nett sind und den echten Namen wissen wollen und die Telefonnummer wissen wollen und Händchen halten, das sind auch Gewalttäter. Sie schlagen einem vorher nie ins Gesicht, aber sie missbrauchen einen zusätzlich noch emotional und das ist auch sehr schlimm. Dass wir ein Umdenken da brauchen oder dass Sie ja auch dezidiert nach Alternativen für Deutschland suchen, das zeigt sich ja auch in Ihrer Arbeit. Ich fand es sehr erstaunlich in der Vorbereitung, also in Deutschland, ich nehme das jetzt auch so mit, es geht Ihnen ja um die systemische Ausbeutung auf emotionaler und körperlicher Ebene von Frauen und in Deutschland wird das auch noch als Dienstleistung verkauft. Und demgegenüber haben wir im Ausland ganz andere Modelle, ganz andere Vorgehen, wo ja auch in Schweden zum Beispiel Prostitution dezidiert als Menschenrechtsverletzung abgelehnt wird. Was erleben Sie denn im Ausland für Reaktionen, wenn Sie das deutsche System vorstellen oder auch im Vergleich? Also ich glaube, Huschke kann mich da bestätigen, dass es sehr häufig im Ausland vorkommt, wenn man die deutsche Realität schildert, dass nach Luft geschnappt wird und also sehr bald um Unterbrechung der Veranstaltung gebeten wird. Also das, was wir dort schildern, was für uns Normalität ist, mit dem wir aufwachsen, in das wir sozialisiert worden sind, ist in vielen, vielen Ländern einfach unvorstellbar. Gerade auch, was, wo ich ja auch herkomme aus dem politisch linken Bereich, stoßen wir hier auf so viel Widerstand in den deutschsprachigen Ländern insbesondere und auch in den angelsächsischen Ländern, während in Skandinavien Männer, insbesondere Männer auch, aber auch Frauen in politisch linken Strukturen völlig selbstverständlich Prostitution als geschlechtsspezifische Gewalt ablehnen und explizit auch als geschlechtsspezifische Gewalt ablehnen. Also nicht nur als eine ökonomische Ausbeutung, was ja auch oft so ein Twist ist von politisch Linken, also auch hierzulande dann zu sagen, naja, wir brauchen sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen oder wir müssen den Kapitalismus abschaffen, weil die Prostitution sehen wir schon, das ist eine Ausbeutung, aber da liegt das eigentliche Problem. Aber in den skandinavischen Ländern insbesondere gibt es ein sehr viel größeres Verständnis dafür, wo diese Ausbeutung halt einzuordnen ist, nämlich in dem Bereich der Frauenrechte und dass es hier explizit um die sexuelle Ausbeutung von Frauen geht. Ich muss auch sagen, ich habe in der Vorbereitung sehr oft erlebt, wo ich auch im Bekanntenkreis darüber diskutiert habe, wie es gibt Systeme, wo Prostitution nicht erlaubt ist. Also das fand ich auch sehr interessant. Das ist schon so in unseren Köpfen, dass Prostitution eine Dienstleistung ist, dass man erst durch den Kontakt mit anderen Systemen ja auch lernen kann, nee, es gibt auch andere Vorstellungen davon, es gibt andere Definitionen davon. Und da würde ich Sie auch nochmal bitten, Frau Mauer, können Sie uns nochmal die wesentlichen Punkte auch erklären? Was ist denn das schwedische Modell und wovon geht das aus? Ja, ich kenne diese Reaktion auch, ne? Wenn man dann irgendwo sagt, ja, es gibt auch noch andere Systeme, dann fällt den Leuten eigentlich nur ein System ein, nämlich ja, das ist Prostitution ist verboten und Prostitution wird dann als rückständig gelabelt und das passt nie in unsere ach so aufgeklärte freiheitliche Gesellschaft. Und das nordische Modell verbietet Prostitution ja aber nicht, sondern im nordischen Modell wird eben davon ausgegangen, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist. Das ist dort eben Konsens. Und daraus werden verschiedene Säulen abgeleitet. Also es findet auch eine Aufklärung statt über Prostitution in Schulen und so weiter und auch Aufklärungskampagnen. Und für die Frauen selber ist Prostitution überhaupt nicht strafbewehrt. Also das ist nicht dasselbe wie ein Prostitutionsverbot zum Beispiel in Russland, wo prostituierte Frauen ins Gefängnis kommen. Oder auch in den USA, wo sogar minderjährige Opfer von Menschenhandel bei Razzien erstmal festgenommen werden. So, ne? Sondern im nordischen Modell ist Prostitution für die Frauen komplett entkriminalisiert. Das heißt, es gibt auch keine Regeln mehr gegen diese Frauen, gegen die diese Frauen verstoßen könnten und wofür sie bestraft werden könnten. Ist komplett straffrei. Die Strafe wird dorthin verlegt, wo die Verantwortung liegt, nämlich beim Freier. Also wir wissen ja auch, also ich auch aus eigenem Erleben, aber wir wissen auch aus der Forschung, wer die Frauen sind, die in der Prostitution sind. Und das sind eben häufig nicht Frauen, die 100.000 Wahlmöglichkeiten haben. Für die ist Prostitution nicht eine Alternative, sondern häufig die letzte Option.
Und man kann Frauen auch nicht verbieten, mit ihrem eigenen Körper zu machen, was sie wollen. Also es gibt auch ein Recht auf Selbstschädigung. Wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt meinen Körper verkaufen, um zu überleben, habe ich das Recht dazu. Genauso wie ich das Recht dazu habe, mich mit Alkohol zugrunde zu richten oder mir die Arme aufzuschneiden. Das darf nie bestraft werden. Aber dasselbe gilt ja nicht für den Freier. Der Freier hat die freie Wahl, bezahle ich jetzt eine Frau für Sex, begehe ich jetzt diese, ja man muss sagen, Gewalttat, missachte ich jetzt die gesellschaftlichen Vorgaben zu Konsens, auf die wir uns ja gesellschaftlich auch geeinigt haben, ja, dass Sex mit Konsens zu tun haben sollte. Missachte ich das jetzt oder nicht? Und da hat der Freier halt die freie Wahl und im nordischen Modell wird bestraft, wer sich als Freier betätigt. Also das ist dort verboten. Und werden die bestraft? Also mit Bußgeldern, aber es sind jetzt auch Gefängnisstrafen angedacht. Also es gibt jetzt eine Reform, die tritt bald in Kraft und dann kommt es auch zu Gefängnisstrafen. Und außerdem wird es bald so sein in Schweden auch, dass Freier dann zusätzlich und pro forma jedes Mal, wenn sie erwischt werden, auch wegen vorsätzlicher Vergewaltigung angeklagt werden. Mhm. Genau. Und der letzte Punkt im nordischen Modell ist natürlich staatlich garantierte Ausstiegshilfen für die Frauen. Also das haben wir ja in Deutschland kaum. Und das hat eben mit dieser liberalen, pseudoliberalen Denke zu tun, ja. Denn natürlich, wenn Prostitution hierzulande als ganz normaler Job und ganz normale Dienstleistung angesehen wird, braucht man dazu auch keine speziellen Ausstiegsberatungsstellen. Also eine Friseurin oder eine Bäckerin, wenn die sagt, ich möchte das nie mehr machen, dann braucht die ja auch kein Ausstiegsprogramm, sondern die wechselt einfach den Job und man geht eben einfach davon aus, dass es in der Prostitution dasselbe wäre und das ist es aber eben nicht. Vielleicht können wir auch nochmal zu dem Mindset der Schweden zurückkommen. Also ich hatte auch gelesen, dass in den 1998 wurde das ja eingeführt, das schwedische Modell. Da waren 2500 prostituierte Frauen wohl ungefähr eingetragen oder gemeldet in Schweden. Gibt's, und Sie haben jetzt auch noch schon das auch angesprochen, das Thema, wann ist etwas eine Vergewaltigung? Gibt es ein anderes Mindset in Schweden dem gegenüber auch der Freiheit von Frauen, sexuellen Übergriffen, sexuellen Handlungen? Ja, definitiv. Also Schweden gilt ja auch nicht, oder überhaupt die nordischen Länder gelten ja nicht umsonst auch als Vorreiterinnen in Sachen feministische Politik. Und dort hätte man auch nie, also solche derart unwürdigen Diskussionen über andere sexuellen Übergriffe, wie es sie hierzulande gibt, habe ich dort auch nicht gesehen. Also das hat schon, also wie die Gesetzeslage zur Prostitution ist, strahlt auf jeden Fall auch ab auf anderes, auf die Gesetzeslage zu anderen sexuellen Übergriffen in der Gesellschaft. Und in Schweden sehen wir ja auch, dass die Anzahl der Freier kontinuierlich zurückgeht. Also wir sehen, ein Gesetz wird eingeführt und es hat eine normative Wirkung. Menschen halten sich eben größtenteils an Gesetze. Und das ist auch in Schweden so. Da geht die Anzahl der Freier eben massiv zurück. Damit geht eben auch die Anzahl der Männer zurück, die lernen. Also Freier zu sein, ist ja eine aktive Handlung und damit übt man auch ein bestimmtes Verhalten ein, das auch Hemmschwellen abbaut. Ja? Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich in Berlin auf der Kurfürstenstraße für 5 € eine Rumänin aufs Schlimmste misshandeln kann, ohne dass mir irgendwas passiert, dann hat das Auswirkungen auf mein späteres Verhalten natürlich. Ne? Ich habe meinen Handlungsspielraum massiv erweitert und habe einem anderen Menschen geschadet und habe gesehen, es folgt keine Strafe. Und in Schweden ist es eben so, dass Freier auch ganz anders angesehen werden als hier. Also hier kann man sich ja in Talkshows setzen. Ich erinnere an Michel Friedmann, der sich bewusst ukrainische Zwangsprostituierte bestellt hat. Und es war überhaupt kein Skandal. Alle haben nur darüber gesprochen, dass er gekokst hat. So, aber er ist auch als Vergewaltiger von ukrainischen Zwangsprostituierten aufgetreten. Und das war überhaupt keine Diskussion. Und in Schweden ist es so, wenn ein Promi dabei erwischt wird, wie er Sex kauft, dann
gibt es da Artikel drüber, das wird verurteilt und es hat auf jeden Fall Konsequenzen. Also Sponsoren springen ab, Leute fliegen aus Fußballmannschaften, Leute verlieren ihre Jobs und das ist was ganz anderes als in Deutschland. Und auch den Frauen wird dort ganz anders begegnet, den Frauen in der Prostitution. Also hier hat man ja immer noch diese Bias von einerseits beschwer dich nicht, du darfst nicht sagen, dass es schlimm war, das ist ja nur eine Dienstleistung. Und andererseits trotzdem noch dieses alte Stigma von wegen, ja, das ist ja nur eine kleine, dumme, dreckige Nutte und da glauben wir ja sowieso nichts. Also das geht so parallel. Und das wird eben in Ländern, wo das nordische Modell existiert, auch massiv aufgeweicht. Dort glaubt man diesen Frauen, dort sagt man, ja, also wir bieten dir Hilfe an. So, und die Leute werden in die Verantwortung genommen, die eben dafür sorgen, mit ihrer Nachfrage, dass so ein Prostitutionsmarkt überhaupt entsteht. Und das sind die Freier. Also das heißt, die Entstehung des Prostitutionsmarktes ist auch eine Einübung von Handlungen. Ich fand das ganz interessant, in Ihrem Buch haben Sie auch ein Interview mit Simon Häggström geführt, dem Kriminalinspektor der schwedischen Polizei, und der spricht auch von einem normativen Effekt der Prostitution. Der normative Effekt in Deutschland sei, dass es normal ist, dass Männer am Wochenende in den Puff zum Feiern gehen und dass in Schweden Prostitution wohl mit Scham verbunden ist. Können Sie uns mehr über diese Wirkmächtigkeit des normativen Effekts erzählen? Ja, Huschke hat ja schon viel dazu gesagt, also wie es eben auch eine Existenzbedrohung ist, wenn man Prostitution nutzt. Natürlich, ein Bußgeld ist das eine, das ist dort auch an das Einkommen gekoppelt. Aktuell wären auch Gefängnisstrafen schon möglich, wurden aber nie verhängt. Und das Bußgeld steigt eben, je häufiger jemand rückfällig wird sozusagen. Also ich glaube, dass der größte Effekt ist tatsächlich der normative Effekt, also wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ich kann mal so ein Beispiel auch nennen, was ich sehr spannend fand. Also zum einen wurde es eben auch schon mal erwähnt von der Huschke, dass Freier ja auch außerhalb der Prostitution sexuell häufiger übergriffig sind. Also die schwedische Polizei nimmt zum Beispiel DNA-Proben von den Freiern. Und so konnten sehr viele ungeklärte Vergewaltigungsfälle aufgeklärt werden. Wenn man hier in Frankfurt, ich habe das einmal gemacht, war ich mit einem schwedischen Radiojournalisten unterwegs. Wir haben mit völlig unterschiedlichen Personen gesprochen. Eine weibliche Passantin, der Bouncer vor so einem Club, dem Hells Angel im Bordell und so weiter. Also es waren völlig unterschiedliche Personen. Und einem Mitarbeiter in einem Musikladen oder Besitzer in einem Musikladen. Und es hat meistens keine 10 Minuten gedauert, da fiel der Satz, naja, aber es braucht ja Prostitution, weil sonst gäbe es ja mehr Vergewaltigung. Also wir haben hier offensichtlich so ein normatives Denken, dass Männer sich nicht beherrschen können und irgendwie, also auch was ein merkwürdiges Männerbild ist, wenn man ihnen keine Gruppe von Frauen zur Verfügung stellt, an denen sie sich abreagieren können, dass sie wahllos über andere Frauen herfallen. Dabei wissen wir, dass dort an den Orten, wo Prostitution stattfindet, auch schon mehr sexuelle Übergriffe stattfinden gegenüber anderen Frauen. Und wir wissen eben auch, und das sagen sie sogar selber in den Freier-Studien, dass sie sexuell übergriffiger sind. Das ist sogar eine Selbstaussage, also dass sie keine Grenzen wahren können. Aber allein diese Vorstellung, also dieses Männerbild, was auch damit verbunden ist, finde ich absolut der Wahnsinn. Also dass sich auch Leute trauen, das so zu sagen. Und daran anknüpfend, mir hat gestern einer geschrieben, ich habe echt das nicht fassen können, dass man sowas einfach so raushaut zu einer Person, die man nicht kennt. Einleitender Satz war, ich habe großen Respekt vor Frauen, aber gerade möchte ich gerne einfach Frauen über Frauen bestimmen und sie so richtig dreckig behandeln. Und dann denke ich mir so, was sagst du zu einer Person, die du nicht kennst und wo du keine Scham hast, über diese Art von, wie du Sexualität ausleben möchtest, zu sprechen. Und das habe ich tatsächlich in Skandinavien so noch nie erlebt. Und ich bin sehr häufig, insbesondere in Norwegen, aber auch in Schweden. Ein anderes Beispiel, wie normativ auch anders gedacht wird, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Betrug in der Partnerschaft. Also da würden die meisten deutschen Frauen, ich habe mal den Test gemacht und habe einfach mal so gefragt, sagen, wenn er zu einer Prostituierten gehen würde, fände ich das weniger schlimm, als wenn er mich mit,
also ne, wenn da gegenseitiges Begehren, Gefühle und so weiter dabei wären. Ich habe das bei schwedischen und norwegischen Frauen gemacht, da kam genau das Gegenteil raus, weil die gesagt haben, ich könnte nicht mehr mit einem Mann zusammen sein, der glaubt, gegen Sex eine Frau sexuell benutzen zu können. Mhm. Also das sind so, also eigentlich sind unsere Gesellschaften so sehr ähnlich, aber an solchen Punkten sieht man, wie große ethische Unterschiede dann auch gemacht werden gegenüber Frauen. Und da sind wir ja auch bei dem Thema, wie es Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft einfach hat. Ja, da wollte ich auch gerade nachfragen. Ich habe einen sehr starken Satz von dir mitgenommen. Du hast mal gesagt, wenn Frauen käuflich sind, dann sind wir das alle. Und das widerspricht ja auch unserer kompletten Vorstellung, dass wir ja eigentlich in Deutschland nach Gleichberechtigung streben. Magst du das nochmal kommentieren? Also das ist erstmal was, was Freier mir gegenüber so auch geäußert haben. Also ich habe ja schon das Beispiel gesagt mit den Ehefrauen sozusagen, die gegen finanzielle Versorgung Sex abzuliefern haben in den Augen von Freiern. Aber sie sehen das auch bei anderen Frauen so. Also zum Beispiel so, wenn die ein Date haben, dann sehen die das als Investition. Ja, ich habe der Frau jetzt ein Glas Wein gekauft und wir gehen dann noch was essen und ich bezahle das Taxi. Und dann will ich dafür aber auch was sehen. So. Also für die sind sozusagen alle Frauen Prostituierte. Sie haben diese Trennung existiert überhaupt nie. Es ist nur die Frau, die wirklich im Bordell sitzt, bei der ist es halt offensichtlicher und man muss nie so ein Gewese noch drum machen und nie so ein Gebamsel drum rum und nie noch nett tun. Da ist es sozusagen ehrlicher. Aber der Wirkmechanismus ist für sie in der gesamten Gesellschaft und gegenüber allen Frauen derselbe. Und deswegen ist es auch ein riesengroßes Hemmnis. Also Prostitution ist eine der tragenden Säulen des Patriarchats. Und es hat auch eine hohe symbolische Wirkung, wenn wir Frauen, wie du es vorhin schon gesagt hast, ja, wenn wir feste Orte sogar schaffen, die nur dafür da sind, Frauen sexuell auszubeuten. Und diese Orte sind echt auch nie schön. Also wer schon mal in einem Laufhaus war oder in so einem Riesenbordell, das ist unfassbar deprimierend. Und es macht auch was mit einem Menschen. Man fühlt sich schäbig, zu so einer Gesellschaft dazuzugehören. Und man hat eigentlich, wenn man halbwegs normal tickt, auch sehr viel Mitgefühl mit diesen Frauen, die da gerade drin sind in diesem Laufhaus. Und es hat eine symbolische Wirkung und das könnten wir, Gott sei Dank, in unserer Gesellschaft mit keiner anderen Gruppe machen. Also wenn wir das jetzt für behinderte Menschen einrichten würden, ja, feste Orte, wo man diese Menschen ausbeuten kann, oder mit geflüchteten Menschen, oder mit ganz massiv armen Menschen, feste Orte, an denen man diese Menschen ausbeuten kann, dann wäre für jeden klar, das geht überhaupt nie, das hat eine hohe Symbolkraft, das muss weg und es ist ein Problem. Und bei Frauen ist es das merkwürdigerweise nicht. Da hat unsere Gesellschaft so einen heftigen blinden Fleck. Und der kommt auch, also der wird auch dadurch verstärkt, dass wir so viele Freier haben in Deutschland und dass Prostitution hier liberalisiert ist und dass die Gesellschaft nicht wirklich hingucken will, weil hingucken unbequem ist. Wer einmal das gesehen hat, was in der Prostitution stattfindet, der kann ja auch nie mehr weggucken. Was man gesehen hat, kann nicht ungesehen gemacht werden und man muss danach auf jeden Fall handeln. Und das ist scheinbar zu unbequem und man müsste viel umbauen und viele Veränderungen anstoßen. Und ja, aber ich denke, das wird trotzdem kommen, auch in Deutschland, das nordische Modell. Kommen wir mal zu dem Aspekt des Handelns. Also Sie beide sind ja hoch engagiert und ich hatte auch gedacht, in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung können wir irgendwie Informationsmaterial bereitstellen, wo man Ausstiegsprogramme findet oder weitere Informationen und musste da auch erstmal eine Leerstelle erkennen, die mich auch geschockt hat. Also wieso gibt es da kein Angebot? Welche Erfahrungen hast du auch gemacht mit deinem Ausstieg und was fehlt da auch, wenn wir jetzt erstmal dezidiert auch das Angebot verändern wollen, neue Denkmuster schaffen wollen? Also in Deutschland ist es so, es gibt ein paar Ausstiegsberatungsstellen, aber natürlich viel zu wenige. Und sehr viele Prostitutionsberatungsstellen bekommen auch nur Gelder vom Staat, wenn sie von Sexarbeit reden
und damit niemand stigmatisiert wird und so weiter. Und bei denen kann es dann eben unter Umständen dazu kommen, dass auch Einstiegsberatung finanziell gefördert wird vom Staat, wie zum Beispiel in Berlin. Oder dass Frauen, die aussteigen wollen, gesagt bekommen, ja, dann wechsel doch einfach innerhalb der Prostitution den Zweig. Also mach doch zum Beispiel Domina oder so. Und ich war, als ich aussteigen wollte, auch bei einer Prostitutionsberatungsstelle und habe eben gesagt, also ich halte es nie mehr aus. Ich bin wohnungslos, ich bin drogenabhängig, ich bin in diesem Wohnungsbordell, ich habe wahnsinnige Angst, dort wegzugehen. Ich befürchte, das nicht zu überleben. Und ich kann aber nie mehr. Ja, und dann hat mich diese Frau angeguckt und hat gesagt, ja, wenn Sie das als so schlimm empfinden, dann liegt das an Ihnen, das ist ja ein ganz normaler Beruf. Und wenn es wirklich so furchtbar ist für Sie, dann gehen Sie doch einfach nie mehr ins Bordell. Und das war sozusagen ihr Rat an mich, wie der Ausstieg gelingt. Und ich war völlig fassungslos, weil der Bordellbetreiber war in der organisierten Kriminalität, war mehrfach vorbestraft wegen heftiger Gewalttaten. Und so dieser Tipp, einfach nie mehr ins Bordell zu gehen, ich habe es überhaupt nie fassen können, dass jemand bei einer Prostitutionsberatungsstelle sitzt und so weltfremd ist. Das gibt es in Deutschland aber viel. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das liegt eben auch daran, dass die Gesellschaft alles dafür tut, weiterhin das Bild einer sexuellen Dienstleistung aufrechtzuerhalten. Und wo es eben eine Dienstleistung ist und ein Job wie jeder andere, braucht man keine Ausstiegsberatungsstellen. Und davon mal abgesehen, wenn ich keine Ausstiegsberatungsstellen hinbaue als Staat, treffe ich auch nie Frauen, die aussteigen wollen. Und das ist super praktisch, weil dann muss ich nie nach mehr Ausstiegsberatungsstellen bauen. Also wir sehen das ja in den Städten, in denen Prostitutionsberatungsstellen, die auf Ausstieg ausgerichtet sind, hingebaut werden, oftmals gegen Widerstand auch, ja, weil von den Städten und Kommunen gesagt wird, wir brauchen das nicht, da ist überhaupt kein Bedarf da. Und kaum existieren diese Beratungszentren, werden die überrannt. Ja. Und es wird gesagt, eigentlich reicht es nie, eigentlich brauchen wir noch eine Sozialarbeiterin und noch eine Sozialarbeiterin und wir brauchen eigentlich ein Ausstiegsprogramm und so weiter. Also es hat für den Staat auch eine gesichtswahrende Wirkung, nicht in Ausstiegsberatungsstellen zu investieren, weil nämlich sonst offenbar würde, dass viele Frauen in Deutschland überhaupt nicht in der Prostitution sein wollen. Ich meine, Frau Schoen, Sie engagieren sich ja direkt vor der Haustür. Vielleicht können wir ja uns das ja auch nochmal an Wiesbaden ja auch vorstellen. Was hat sich irgendwie schon geändert? Woran sind Sie gerade? Wie entwickelt sich die Lage vor unserer Haustür? Also ich denke, dass das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, wie wir das hier auch in unserer feministischen Gruppe vor einigen Jahren gemacht haben, war ein sehr schmerzhafter Prozess, aber es war ein sehr lohnenswerter Prozess. Also es zeigt, also das ist auch meine Erfahrung, dass man, ich habe in vielen politischen Feldern schon, war ich aktiv, dass man in kaum einem Feld so schnell Menschen mit guten Argumenten und empirischen Fakten überzeugen kann, wie das bei diesem Thema der Fall ist. Also dass wir heute, also ich kann mich erinnern, als wir 2013 auch bundesweit angefangen haben, dass die Reaktion sehr häufig war, wir seien hurenfeindlich, obwohl sehr viele betroffene Frauen in der Bewegung sind und sogar die Speerspitze international dieser Bewegung sind. Frauen wie Huschke, die sich immer wieder dieser Diskussion stellen, wo ich mir auch wünschen würde, dass wir eine Gesellschaft bekommen, wo das nicht mehr nötig ist, dass Frauen wie Huschke und die anderen Frauen im Netzwerk Ella auch mal vielleicht mit der Prostitution abschließen können und ein Leben ohne Prostitution führen können, weil selbst auch das darüber reden ist ja ein Nicht-Abschließen damit. Und ich würde mir da wünschen, dass die Gesellschaft diese Ignoranz zur Seite legt, dass man diese Stimmen braucht, weil eigentlich die empirischen Fakten liegen ja auf dem Tisch. Wir haben diese ganzen Studien, wir wissen all das. Warum hört man da nicht hin und warum nimmt man das nicht wahr? Also das ist für mich, glaube ich, so das größte Rätsel. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, kann ich sagen, dass es am Anfang sehr viel Abwehrhaltung gegeben hat. Ist aber inzwischen so ist, dass eigentlich durch das gesamte politische Spektrum das hier in Wiesbaden, glaube ich, ganz gut angekommen ist, was Prostitution bedeutet. Und das vor allen Dingen auch durch die Arbeit des Kommunalen Frauenreferats und in Kooperation mit den Ämtern
ein wirklich guter Prozess angestoßen wurde im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes, da war wieder der freudsche Versprecher, weil das ist ja eher ein Prostitutionsschutzgesetz, dass eben die Berufsgruppen, die mit dem Thema zu tun haben, sich sehr intensiv auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben und damit auch ein ganz anderes Bewusstsein für das Thema haben. Ich habe es eben schon mal gesagt, die Zahl der Prostitutionsstätten ist rapide gesunken. Das liegt auch daran, dass vorher es einfach null personelle Ressource auch dafür gab, dem nachzugehen, und die gesamten Terminwohnungen, das hat historische Gründe, auch warum Prostitution in Wiesbaden hauptsächlich in Terminwohnungen stattgefunden hat, über Jahrzehnte eigentlich in Ruhe gelassen wurden, obwohl sie damals schon vor 2017 eigentlich illegal betrieben worden sind. Also es wurde immer gelabelt als Privatprostitution im sogenannten Sperrgebiet, aber de facto wäre auch das, weil es organisierte Gewerbe, also ne, es gab Dritte dahinter, die Wohnungen vermietet haben mit wöchentlich wechselnden Frauen, wäre auch das schon illegal gewesen. Man hätte die auch damals schon schließen können. Mhm. Also das zeigt, wenn ein anderes Bewusstsein da ist und wenn eine gesamte Stadtgesellschaft dahinschaut, und ich kriege sehr, sehr viele Zuschriften auch von Bürgerinnen und Bürgern, die mir immer mal wieder Hinweise geben oder die einfach aufgeweckt wurden durch diesen Aktivismus hier vor Ort, dann zeigt sich, dass man da schon auch was verändern kann. Natürlich glaube ich, dass auch da, wo der Wille heute schon da ist, es trotzdem unter dieser Gesetzgebung, die wir gerade haben, immer beschränkt sein wird, was man tun kann. Also es wird immer an Grenzen stoßen, weil man kann eben nicht alle Prostitutionen, also jede Organisation von Prostitution aktuell verbieten. Man kann nur gucken, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Das heißt aber noch nicht, dass das, was dort geschieht, gut ist. Und solange wir nicht an die Nachfrage gehen, und ich glaube, das ist das Zentrale, ich wurde die Tage auch mal bei einer anderen Veranstaltung gefragt, warum ich eigentlich die Freier als schlimmer bewerte als die Zuhälter. Also und bei beiden quasi als Profiteure, also das in eine Schublade schiebe, da kann ich nur ganz klar zu sagen, naja, natürlich ist es verwerflich, wenn jemand seinen gesamten Lebensunterhalt auf der Prostitution aufbaut und dieses organisiert. Aber die Zuhälter, die Bordellbetreiber, die könnten ihr Geld auch mit anderen Dingen machen. Also wenn man mit Drogen jetzt mehr verdienen könnte, die man nur einmal verkaufen kann, eine Frau kann man sehr viel häufiger ausbeuten, oder Waffen, dann würden sie auch das tun. Aber solange es eine Nachfrage nach Prostitution gibt, und die stellen nun mal die Freier, nur so lange können sie damit Geld verdienen. Und würde diese Nachfrage wegfallen, dann könnte man so viele Bordelle mit wie vielen Stockwerken auch immer aufstellen und bauen. Es gäbe niemanden, der es nachfragt, dann würden die nach sehr kurzer Zeit auch wieder geschlossen werden. Also ich glaube, die zentrale Rolle, und das haben ja auch, wie wir ja schon mal am Anfang festgestellt haben, die erste Frauenbewegung hatte das schon erkannt, die zentrale Rolle spielen hier tatsächlich die Freier, und hier müssen wir ganz klar ansetzen. Und wir brauchen unbedingt diesen Paradigmenwechsel zu der Einordnung von Prostitution als geschlechtsspezifische Gewalt. Also ich glaube da, wir dürfen nicht, natürlich auch auf die ökonomischen Rahmenbedingungen gucken, aber ich glaube, solange wir das nicht verstehen, dass es sich hier um ein Gewaltverhältnis handelt, werden wir genau das, was Huschke geschildert hat, immer weiter haben, dass getrennt wird zwischen Zwangsprostitution, freiwilliger Prostitution und den Frauen dann auch noch für ihre eigene Gewalt, die ihnen angetan wird, in die Verantwortung genommen werden. Es kommen schon einige Fragen. Ich wollte noch festhalten, es braucht ein Aufwecken, um diese Dinge umzudenken. Das machen Sie ja auch mit Ihrem Netzwerk, mit dem Netzwerk Ella. Vielleicht können wir ja nochmal nachvollziehen, was das eigentlich ist, auch im Vergleich zu anderen Netzwerken, die es gibt, wie Hydra. Also wofür steht ihr ein? Was ist da wichtig? Also das Netzwerk Ella ist explizit für Frauen mit Prostitutionserfahrung. Und wir trennen auch nicht, ob die Frauen schon ausgestiegen sind oder noch aktiv sind. Wir wollen für alle da sein und eine Interessenvertretung für alle Frauen aus der Prostitution sein. Im Gegensatz zu anderen, wie nennt man die jetzt? wir nennen sie eigentlich immer die Lobby-Netzwerke, weil sie mal gesagt haben, sie wollen eine Lobby sein für Sexarbeiterinnen. Und sie
organisieren sich so, also sie behaupten von sich eine Gewerkschaft zu sein, was ich immer super lustig finde, weil dort sind mega viele Zuhälter und auch Bordellbetreiberinnen und Domina-Studio-Besitzerinnen dabei und ich kenne keine andere Gewerkschaft, wo ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen in einer Organisation sind. Finde ich lachhaft. Die Interessen sind ja so verschieden. Ein Bordellbetreiber hat natürlich ein ganz anderes Interesse als eine Frau aus der Prostitution. Ja? Er will mehr ausbeuten und sie will weniger ausgebeutet werden. Und also Personen, die Domina-Studios haben oder Bordelle betreiben oder zuhälterisch tätig sind, kommen bei uns gar nicht rein. Wir sind wirklich nur für Frauen mit Prostitutionserfahrung. Und wir wollen auch nicht nur eine Selbsthilfegruppe sein, wobei das auch schon hilft, immer schon zu sehen, wie haben andere das gemacht. Wie sind andere ausgestiegen? Wie kommen andere mit dem Trauma klar? Wie haben andere sich eine Therapie besorgt? Wie kommen andere Frauen damit klar, jetzt sozusagen ein ganz normales Leben zu haben, was ich anfangs, also bei mir schon länger, teilweise auch merkwürdig anfühlen kann, weil man es ja nie gewohnt ist so. Aber wir wollen natürlich auch eine Interessenvertretung sein, eine politische Interessenvertretung. Und wir unterstützen uns gegenseitig dabei, öffentlich zu sprechen. Also es ist keine Bedingung politisch bei uns, also keine Bedingung politisch aktiv zu sein, um bei uns reinzukommen. Aber die Frauen, die öffentlich sprechen wollen, werden von uns unterstützt, so anonym zu bleiben, wie sie anonym bleiben wollen. Und auch, wie spricht man denn mit Journalistinnen, mit welchen sprechen wir überhaupt? Und unser Ziel ist natürlich auch, weiter aufzuklären darüber, was Prostitution wirklich, wirklich ist und welche Schäden sie verursacht. Und ja, da unseren Teil beizutragen, dass das nordische Modell auch in Deutschland eingeführt wird, weil wir es einfach brauchen. Es gab auch nochmal eine Nachfrage zum deutschen System. Das schließt vielleicht nochmal ganz gut an, warum wir das nordische Modell brauchen. Im Chat wurde nämlich gefragt, die deutsche Gesetzeslage scheint die Nachfrage nach Prostitution zu erhöhen, die von deutschen Frauen nicht erfüllt wird. Schafft die Gesetzeslage einen Anreiz für Menschenhandel? Also das können wir sogar sehr eindeutig nachweisen. Also es gibt zum Beispiel abgehörte Gespräche von Menschenhändlern, die ganz klar gesagt haben, nee, Schweden zum Beispiel ist kein lukrativer Markt, lieber Deutschland oder die Niederlande. Und das ist ja auch klar, nach dem, was ich geschildert habe, dass der Profit aus Prostitution, sowohl was Zuhälterei als auch Bordellbetrieb angeht, legalisiert ist. Warum soll ich dann in ein Land gehen, wo ich dafür bestraft werde, wenn ich einen Markt vorfinde, wo erstens eine hohe Nachfrage ist, weil es über Jahrhunderte lang legal war, Prostitution zu nutzen, wo es keine Erziehung in eine andere Richtung gibt, also wo eine hohe Nachfrage ist und wo zum anderen es überhaupt keine Restriktionen gibt, wie viel Geld ich damit verdienen kann. Also das ist, glaube ich, sehr naheliegend, dass und das zeigen ja auch die Zahlen, dass sehr, sehr wenig deutsche Frauen in der Prostitution sind. Hm. Wobei natürlich das nicht heißt, dass, also ich habe eine Studie auch gelesen aus den 1990er Jahren, übrigens auch Alfons Heinz Drossen hat die gemacht, der hier damals die Gesundheitsberatungen gemacht hat. Der hat eine Gesamterhebung in ganz Deutschland gemacht, auch in den 1990er Jahren hatte man zwar 90% deutsche Frauen, aber all das, worüber wir gesprochen haben, die Gewaltprävalenz vorher in der Prostitution, das wenige Geld, was bei den Frauen bleibt, also diese ganzen Mechanismen, die hohen Zimmermieten, das war damals schon genau das Gleiche. Nur jetzt hat sich so ein bisschen verlagert, wer die ausgebeuteten Frauen sind. Und was auch nochmal spannend ist, finde ich, wenn immer gesagt wird, der schwedische Ansatz würde es schwerer machen für die Frauen in der Prostitution, selbst nach Herausrechnen des Wohlfahrtsgefälles zwischen Schweden, also die ja sehr, sehr viel höhere Löhne haben und entsprechend auch höhere Lebenshaltungskosten, selbst wenn man das rausrechnet, sind die Löhne in der Prostitution, also das Geld, was Frauen in der Prostitution erzielen können und erzielen, sehr, sehr viel höher als in Deutschland. Huschke hat es erwähnt, 5 Euro in Berlin auf der Kurfürstenstraße, in vielen Bordellen, Frankfurter Bahnhofsviertel, im Laufhaus, 25 Euro. Also das sind ja Preise, das ist jetzt, spricht jetzt nicht dafür, dass man da reich werden kann in der Prostitution. Auch dazu gibt es im Übrigen Studien, dass die Lebenskosten sehr viel höher sind als das, was in der Prostitution verdient wird.
Es gibt auch extrem viele Fragen über den Status quo im Chat. Also hat das politische System in Deutschland versagt, ist die eine Frage. Und vielleicht kann man auch noch anschließen, es wird nämlich gefragt, ob schon die neue Regierung angekündigt hat, wie denn vielleicht Dinge auch verändert werden oder wie sie mit dem Thema Prostitution umgehen können. Also haben wir jetzt ein Versagen und gibt es einen Blick in die Zukunft, der irgendwie ein bisschen positiver gestimmt ist? Oder Ihr Lächeln, das Lächeln hier verrät nicht gerade einen Grund zur Hoffnung? Hat das politische System in Sachen Prostitution versagt? Ich würde sagen, wenn wir so vielen Frauen aus prekären Verhältnissen, die zudem sexuell vortraumatisiert sind, nichts Besseres bieten können, als sich sexuell ausbeuten zu lassen, haben wir versagt, auf jeden Fall. Und ich frage mich auch immer, wie Politikerinnen und Politiker sich im Ausland nicht schämen dafür, dass wir hier immer noch junge Frauen aus anderen Ländern sexuell ausbeuten. Mir ist es jedes Mal peinlich, wenn ich im Ausland bin, dass ich und auf Prostitution hier angesprochen werde, dass es immer noch so ist, weil ich empfinde es als Kolonialismus. Ja, und jetzt das mit der Zukunft. Ja, nur, wie drücke ich mich jetzt aus? Das ist jetzt schwer für mich als Linke und du bist ja erst recht links. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das nordische Modell in Deutschland kommt. Und dass es keine Frage mehr ist, ob es kommt, sondern nur noch, wann es kommt. Aber mit der neuen Regierung habe ich eher das Gefühl, dass wir noch sehr viele Jahre was von Sexarbeit und Dienstleistungen hören werden und davon, dass jeder Mensch, der sagt, Prostituierte werden ausgebeutet, den Vorwurf bekommt, er oder sie würde Frauen aus der Prostitution stigmatisieren und pauschal als Opfer kennzeichnen und so weiter. Ich habe leider nicht das Gefühl, dass unsere nächste Regierung sich jetzt unbedingt dran setzt und sich fragt, wie wir das nordische Modell schnell einführen können. Leider. Ja, ist echt erstaunlich, weil auch hier die Stimmung im Chat ist eigentlich direkt, man liest ein direktes Bedürfnis, die Gesetzeslage zu verändern. Also hier wird einmal auf Gesetzesebene auch gefragt, wie kann das derzeitige Prostitutionsgesetz Ihrer Meinung nach in ein Gesetz zur Abschaffung der Prostitution umgewandelt werden, auch vielleicht auf EU-Ebene. Und die zweite Frage ist aber auch, wie kann man im Bereich der sozialen Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass wir bessere Angebote und Ausstiegsmöglichkeiten haben? Wenn Deutschland das ernst nehmen würde, was sie an Gesetzen, Vereinbarungen, völkerrechtlichen Verträgen, Konventionen etc. unterschrieben hat, dann müsste eigentlich der schwedische Ansatz sofort eingeführt werden. Denn man kann nicht die CEDAW-Frauenrechtskonvention nehmen, die Istanbul-Konvention, die Konvention gegen Menschenhandel und Prostitution, ernsthaft sagen, man würde etwas dafür tun, diese Konventionen einzuhalten und gleichzeitig dieses System aufrechterhalten. Also eigentlich besteht die Verpflichtung und da gibt es auch eigentlich gar kein Drumherum. Leider hat das Europäische Parlament ja nur eine Resolution, also eine Empfehlung für den schwedischen Ansatz ausgesprochen und es ist keine Verpflichtung für die Staaten, das einzuführen. Das hat natürlich nicht, also Frage es hat, geht Fragen. Super. Es hat geholfen, natürlich diese Resolution, die im Übrigen auch fraktionsübergreifend beschlossen worden ist. Also man kann bei diesem Thema tatsächlich auch sagen, dass es nicht eine bestimmte politische Richtung ist, die den schwedischen Ansatz befürwortet, sondern dort, wo es, also wie zum Beispiel in Schweden, Norwegen oder Island schon lange implementiert ist, tragen alle politischen Lager das mit. Und wir sehen das auch dort, wo wir Zuspruch gewinnen, das ist auch in allen politischen Strömungen. Also ich nehme jetzt mal die äußerste rechte Ecke weg, die interessiert mich da auch ehrlich gesagt wenig, aber so von in dem gesamten Spektrum von CDU bis Linke gibt es überall Personen, die das unterstützen, aber mehr an der Basis, also mehr kommunale Mandatsträgerinnen, Mandatsträger, mehr einfache Mitglieder, je mehr man in die Berufspolitik kommt, wo natürlich auch insbesondere in Berlin die Lobbyarbeit sehr stark ist, fast alle diese Lobbyverbände sitzen in Berlin, kann man auch sehr gut verfolgen, wie es in jeder Partei, wie jede Partei ihre Lobby-Sexarbeiterin hat, die da einen sehr, sehr engen Kontakt pflegt und immer wieder auf Veranstaltungen eingeladen wird und so weiter.
Da haben wir noch einiges zu knacken und ich sehe das wie Huschke, dass wir wahrscheinlich mit dieser Regierung, die wir jetzt haben, nochmal 5 Jahre an unsere Pläne dranhängen müssen. Allerdings auch in der SPD zum Beispiel gibt es Unterstützerinnen, bei den Grünen auch insbesondere an der Basis von Anfang an eigentlich auch unsere Initiative. Da kann man dann nur sagen, da ist jetzt jeder und jede gefragt, nochmal vor Ort Aufklärungsarbeit zu machen. Die Argumente sind alle da, das empirische Material ist alles da. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel Studien auch übersetzt, Studienergebnisse zur Verfügung gestellt. Also es ist eigentlich einfach vorzudringen, aber ich glaube, wir brauchen das als Graswurzelbewegung von unten nach oben und wir müssen diese Geduld jetzt einfach nochmal mitbringen. Was natürlich sich leicht sagt, wenn man weiß, dass gerade jetzt, wo wir hier sitzen und über das Thema reden, Tausende von Frauen, Zehntausende von Frauen in diesem Land, vielleicht auch Hunderttausende von Frauen, gerade jetzt sexuell ausgebeutet werden. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass eigentlich jeder Tag, der dieses System mitgetragen wird, sehr, sehr viele Schäden mit sich bringen wird. Das muss man auch so klar benennen. Es braucht Ausdauer, es braucht definitiv auch Kraft. Wir haben noch gar nicht über die Auswirkungen der Pandemie eigentlich gesprochen in diesem Zusammenhang. Also kann man da auch vielleicht das hoffnungsvoller sehen, dass sich die Gesetzeslage dadurch ändert, dass es mal diese Leerstelle gab? Oder nehmt ihr eigentlich was anderes wahr, dass sich das Angebot einfach in einem anderen Raum transferiert? Also was für eine Rolle spielt da eigentlich die Pandemie gerade? Also ich würde nur einen Satz gerne dazu sagen. Und zwar zeigt die Pandemie, dass wir einen sehr, sehr kleinen Link haben von legalisierter Prostitution und Prohibition, Prostitutionsverbot. Weil mit sehr, sehr kurzem, wenig Vorlauf war Prostitution, die ja auch im Übrigen generell nicht entkriminalisiert ist in Deutschland. Huschke hat es gesagt, es gibt sehr, sehr viele Regeln für Frauen in der Prostitution in diesem Land, war von heute auf morgen verboten. Und dieser Link ist sehr, sehr, also sehr, sehr eng. Willst du auch noch was dazu sagen? Ja, also Corona hat ja nicht dafür gesorgt, dass wir weiter in Richtung nordisches Modell kommen, sondern Corona hat sozusagen die alten Gesetzesvorgaben und Impulse bestärkt. Also in Deutschland gibt es eine lange Tradition, Prostitution legal zu halten, aber zugleich die Frauen zu kriminalisieren. Also es gibt so viele Regeln für Frauen in der Prostitution, es ist unmöglich, sich an alle zu halten. Aber Freiern passiert nie was. Dasselbe kann man eigentlich auch in Deutschland sagen für Bordellbetreiber und Zuhälter. Es ist echt selten, dass da mal einer in den Bau wandert. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir weit davon entfernt sind, so eine Gesellschaft zu sein, wie sie uns in den letzten Jahren vorgespiegelt wurde. Da wurde immer gesagt, ja, wir sind so aufgeklärt und so liberal, Prostitution ist bei uns eine Dienstleistung, alles ist total super und paletti. Und die Pandemie hat gezeigt, nein, hinter diesem Bild und hinter dieser Glitzerfassade, die wir da so haben, steckt sie noch, die gute alte Prostituiertenverachtung, nämlich einfach, es ist einfach völlig egal, in welches Loch ein Mensch fällt, dem ich von heute auf morgen die letzte Option nehme. Also Prostitution ist verboten worden, es gab keine Hilfen, beziehungsweise die es gab, waren ja für 99% aller prostituierten Frauen überhaupt nicht erreichbar. Und da hat die Gesellschaft wirklich ihr hässliches Gesicht gezeigt, wo ihr in der Legalisierung egal war, dass die Frauen sexuell ausgebeutet werden, war ihr in der Pandemie natürlich auch egal, dass es den Frauen die letzte Option genommen hat. Da gab es keine Unterstützung. Da sind Frauen ins Gefängnis gewandert. Wir vom Netzwerk Ella haben vor ein paar Monaten erst über Spendensammeln eine Frau aus dem Gefängnis geholt. Die war obdachlos, hat 2 Kinder, kommt aus Rumänien und war anschaffen in München. Und das ist einfach völlig absurd, dass so ein Mensch im Gefängnis landet. Jeder Impuls, den man hat, ist doch Hilfe zu leisten eigentlich. Und sie ist aber im Gefängnis gelandet und wir haben mehrere 1000 Euro gesammelt, um sie dort rauszuholen. Und das zeigt eben,
in der Legalisierung ist der Gesellschaft egal, wie es Prostituierten geht. Und wenn dann irgendeine Notlage kommt, eine Pandemie oder so, dann erst recht und dann wird auch knallhart verboten und dann wandern Prostituierte wieder ins Gefängnis. Aber Berlin hat Ökotoiletten aufgestellt. Die große Aus Hilfe. Aus Bio-Birkenholz. Die große Hilfe in der Corona-Pandemie, die nach jeweils einer halben Stunde Reinigung wieder voll mit Fäkalien, benutzten Kondomen etc. waren. Und diese Bilder sind im Ausland im Übrigen auch zur Kenntnis genommen worden. Und während es hier kaum für Aufreger gesorgt hat, hat man international wieder auf Deutschland geguckt und den Kopf geschüttelt. Das muss man auch erstmal als Politik, glaube ich, aushalten. Und ich frage mich, wie man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ja, also ich nehme eine ganz große Absurdität und auch ein Staunen dem gegenüber mit. Ich würde noch eine letzte Frage aus dem Chat stellen und dann auch euch um ein Abschlussstatement bitten. Auch Stichwort Glitzerfassade. Also es wurde hier auch gefragt, in welcher Weise eigentlich die Popkultur eine Rolle spielt für unser Prostitutionsbild. Ein Beispiel ist Benjamin Button, aber uns fallen ja auch noch viele andere Beispiele ab, wo es ja auch ein sehr verschönerndes Bild gibt gegenüber Prostitution. Inwieweit ist das wichtig, Popkultur da auch kritisch zu sehen? Naja, Prostitution hat natürlich Auswirkungen auf viele Aspekte der Gesellschaft und viele Aspekte der Gesellschaft wirken auf Prostitution zurück. Also das bedeutet, dass wir eine Popkultur haben, die ja auch zunehmend pornografisiert ist und die auch sehr frauenverachtend ist teilweise, hat was damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft Prostitution existiert. Aber diese Popkultur hat auch damit, sorgt auch dafür, dass Prostitution weiter existiert, indem sie Bilder vermittelt, die problematisch sind. Also mich hat damals, jetzt fühle ich mich ganz alt, aber Sido, mein Blog, ist das noch ein Begriff? Ja. Da sagt er ja auch so, ja, ist mein Blog, sind meine Nutten so, ne? Und wenn ich Bock habe zu vögeln, dann gehe ich in, ich weiß nicht mehr, in welchen Stock er dann gegangen ist, aber dort waren die dann alle. Und es hat mich damals total aufgeregt, dass es so gefeiert wurde. Und er saß dann auch da in diesem Video, in dieser Wohnung, in seinem Blog, mit super vielen nackten Frauen. Und es war klar, also es sollen alles Prostituierte darstellen. Und es hat mir diesen Mann so unsympathisch gemacht. Und es kommt ja immer noch massiv vor. Und damit wird auch jungen Männern vermittelt, freier zu sein ist cool. Das ist sowas wie ein Frauenheld zu sein. Obwohl es ja eigentlich das ganze Gegenteil ist. Denn dazu einer Frau einen Schein hinzulegen und zu sagen, jetzt blass mal, da gehört überhaupt nichts zu. Keine Persönlichkeit, kein Charme, nix. Das macht einen wirklich nicht zu einem sympathischen Menschen. Und es vermittelt natürlich auch jungen Frauen, dass es irgendwie, ja, dass man davon keine Schäden davon trägt oder dass man dafür irgendwie Respekt ernten würde. Und das, was Frauen in der Prostitution und ja auch in der Pornografie erleben, ist ja das komplette Gegenteil. Insofern, ja, die Popkultur ist eine Auswirkung der Existenz von Prostitution, aber sie wirkt auch auf die Prostitution zurück, indem sie entproblematisiert, indem sie die Rollen darin entproblematisiert. Das heißt, es braucht auch definitiv eine Problematisierung von den Bildern, den Narrativen, mit denen wir konfrontiert sind. Vielleicht könnt ihr ja auch noch mal zum Abschluss ein Statement ablegen. Also wie kann oder soll eine Welt ohne Prostitution aussehen? Was sind so die nächsten Zukunftsstationen, die ihr euch wünscht oder die wir gemeinsam bestreiten sollten? Magst du anfangen? Oh, schwere Frage. Also wenn man das in so einem Meilenstein auf listen sollte. Also ich glaube, was die Beschäftigung mit dem Thema Prostitution auf jeden Fall zeigt, ist, dass sie bei allen, die sich damit beschäftigen, zu einer massiven Selbstreflexion führt. Und es, glaube ich, auch kein Wunder ist oder keine Überraschung ist, dass in dieser Auseinandersetzung mit dem Thema auch feministische Strömungen, die fast in Deutschland nicht mehr existiert haben, also die quasi in Anlehnung an die erste und zweite Frauenbewegung strukturell Gesellschaft analysiert haben, einen Revival erleben. Also ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, weil sehr viele Frauen merken, was es mit ihnen zu tun hat. Und in diesem Zuge aber auch,
Beziehungen neu gedacht werden. Also nicht mal nur gedacht partnerschaftlich, sondern auch freundschaftlich. Also was bedeutet es, wenn ich in meinem Umfeld Freunde habe, die Prostitution als normal oder auch verherrlichend darstellen und auch bei Gesprächen diese Meinung nicht ändern wollen. Also ich glaube, alle von uns haben da schmerzhafte Prozesse auch hinter sich, was das für das eigene Umfeld bedeutet. Aber ich kann auch nur sagen, es sind nicht nur negative. Also es sind manchmal schmerzhafte, ja, wenn man bestimmte Brücken dann auch abbrennen muss und sagen muss, nee, hier trennen sich unsere Wege. Aber ich würde sagen, dass diese Selbstreflexion und diese Beschäftigung mit solchen schweren Themen auch dazu führt, dass man sehr viel klarer wird und dass man sich ein gesunderes Umfeld, soziales Umfeld aufbaut. Weil das ist ja natürlich auch klar, dass diese Studien zum Beispiel auch zeigen, dass Freier und Nichtfreier sich unterscheiden, zum Beispiel was das Frauenbild angeht, wobei natürlich auch die davon profitieren, dass bestimmte Frauen zur sexuellen Benutzung zur Verfügung gehalten werden. Aber ich glaube, dass das auch eine Chance sein kann. Und das erlebe ich auf jeden Fall so. Und deshalb kann ich auch nur dazu ermuntern, die Scheuklappen abzulegen und dahin zu schauen und diesen Weg zu gehen und vor Ort vielleicht auch für den schwedischen Ansatz zu werben. Genau. Wie kann oder soll eine Welt ohne Prostitution aussehen? Oder zumindest Deutschland? Also ich stelle mir diese Welt auf jeden Fall so vor, dass es dass es mehr Geschlechtergleichheit gibt, auf jeden Fall. Es hat für mich was mit Frauenbefreiung zu tun. Und damit meine ich nicht nur, Frauen aus Bordellen zu befreien, die in diesen Bordellen nicht sein wollen, sondern auch die Rolle der Frau von dem zu lösen, wie es jetzt gerade noch ist. Dass Frauen machen können, was sie wollen. Und es hat für mich auch was zu tun mit einer befreiten Sexualität. Also wenn wir über Prostitution sprechen, ist immer mindestens einer im Publikum, der einen dann als Prüde bezeichnet. Und ich muss dann immer lachen, weil der Sex, den ich im Bordell hatte, ist der prüdeste, rückständigste und verklemmteste gewesen, den ich überhaupt kenne. Der ist wirklich, ich möchte jetzt nicht das Mittelalter beleidigen, aber er ist Mittelalter und noch davor. Also der Mann kommt, er hat das Geld, er hat die finanzielle Macht, deswegen hat er was zu sagen, Frau liefert ab. Und es kommt häufig noch dazu, dass in sexuellen Handlungen auch noch Machtdemonstrationen und Demütigungen stattfinden. Und dass die Lust der Frau spielt keine Rolle, der sexuelle Konsens spielt keine Rolle. Frau ist dafür da, Frau hat zu liefern. Das hat überhaupt nichts mit befreiter Sexualität zu tun. Und wenn ich mir eine Gesellschaft vorstelle, in der es keine Prostitution mehr gibt, dann ist es für mich auf jeden Fall eine Gesellschaft, in der besserer Sex stattfindet. Sex, also ich wünsche mir, dass Leute können so viel vögeln, wie sie wollen, ist mir völlig egal, solange da Konsens besteht und alle Beteiligten Lust drauf haben, bitte gerne, davon brauchen wir mehr, aber das alles ist genau das Gegenteil von Prostitution. Also Sie hören schon, für eine Gesellschaft mit besseren Sex und Konsens stehen wir heute Abend ein. Ich bedanke mich auch sehr, dass Sie zugehört haben, dass Sie mit uns gechattet haben. Und wenn Sie weitere Infomaterialien, wenn Sie mehr noch lesen wollen und sich tiefer auch in das Thema einarbeiten wollen, wir haben ja schon einiges angerissen, aber da möchte ich nochmal auf das eingangs erwähnte Standardwerk zurückkommen von Manuela Schon, nämlich Ausverkauf, Prostitution im Spiegel von Wissenschaft und Politik. Und ich möchte auch nochmal auf den Blog von Huschke Mau verweisen. Auch da lohnt es sich immer wieder drauf zu schauen. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Auch im Chat gab es schon mal einen großen Dank an all die Organisatorinnen, Veranstalterinnen, an die Technikerinnen des Schlachthofs. Und auch ich bin sau dankbar und freue mich riesig, dass das so gut geklappt hat. Und hoffe, wir bleiben in Diskussion. Danke dir. Ja, danke dir.